Am 14. Tag der ersten Regionalliga West sollte es aus Sicht der BBG nun endlich mal wieder einen Sieg geben. Nach ein paar langen Wochen und vielen schwierigen Spielen sollte die Aufgabe für die Werderstädter Zwangs leicht werden. Doch obwohl die BG Hagen als Favorit in diese Begegnung gehen sollte, so war der Kampfgeist der Herforder doch geweckt. Das Spiel begann mit schnellen Punkten aus Sicht beider Mannschaften. Die Anfangsphase war von vielen guten Pässen und hochprozentigen Abschlüssen geprägt. Durch dieses schnelle Spiel war es gleichzeitig ein Highlight für jeden Zuschauer. Dennoch, beide Mannschaften wollten sich keinesfalls aufgeben. So ging es mit einer minimalen Führung für die Hagener in die Pause. Im zweiten Viertel wollte die BBG nun an den gelungenen Start anknüpfen und fand zu Beginn besser ins Spiel. So konnte man sich mit Fastbreak einfache Punkte erarbeiten und auch beim Rebound wurde aktiv nachgesetzt. Doch das Spiel blieb eng, denn auch die Gäste aus Hagen wollten zu keinem Zeitpunkt das Zepter aus der Hand geben. Der offene Schlagabtausch brachte gleichzeitig die letzte spektakuläre Aktion des Herforder Aufbauspielers Carby Irwin mit sich und sorgte dafür, dass die BWG mit einem gesunden Selbstbewusstsein in die Kabine gehen konnte. Mit einem Punktestand von 34:34 ging es ins dritte Viertel, wo auch die BG Hagen augenscheinlich den besseren Start erwischte. Doch harte Arbeit am offensiven Brett und keilschnäuzige Abschlüsse hielten die BWG nicht nur im Spiel, sondern sorgten auch für eine kleine Führung, welche sie mit in den letzten Spielabschnitt nehmen konnten. Ein ums andere Mal schloss man keilschnäuzig im Fastbreak oder aus dem Set her und auch in der Defense passte man auf und hatte ein Auge für den Mitspieler. Im letzten Viertel ging es nun darum, die über 30 Minuten erbrachte Teamleistung auch zu belohnen und sich gegen die favorisierten Hagener einen Sieg zu sichern. Die ersten Aktionen sollten jedoch den Hagenern gehören, dennoch gab die BWG in dieser Phase des Spiels noch einmal Vollgas. So konnte man das Momentum auf seiner Seite wahren. Und als dann kurz vor Ablauf der Uhr der Topscorer der Hagener mit seinem zweiten unsportlichen Foul vom Feld gestellt wurde, war es eine Sache des Willens, diesen Sieg zu verbuchen. Ein ums andere Mal setzte die Mannschaft um Coach Will Messenbrook nach und konnte so die Oberhand behalten. Es war jedoch erst vorbei, als Centerspieler Phil Humke erst einen Offensiv-Rebound verwandelte und anschließend durch ein End-One den finalen Punktestand von 73:68 erzielen konnte. Somit gewinnt die Mannschaft der BWG nach langem Kampf und einer spannenden und intensiven Begegnung auf hohem Niveau denkbar knapp und dennoch haushoch verdient gegen die BG Hagen. Im Anschluss nur noch einmal die Zahlen der Partie im Überblick.